Smoking, Abendrobe und mehr als 500 Rosen. Kulturschaffende und Kulturinteressierte hatten sich am Wochenende mal so richtig herausgeputzt für den Ball der Kultur. Der fand bereits zum vierten Mal in der Tribüne statt, dieses Jahr unter dem Motto Alles Rosen. Über 400 Tanzbegeisterte ließen sich nicht lange bitten und stürmten das Parkett. Die Gruppe Undercover sowie eine Country- und eine Swingband hatten den richtigen Ton getroffen, denn die Tanzfläche blieb nie leer. Einen ganz besonderen Grund zu feiern hatte Gunnar Becker, denn die Stammzellentransplantation für seinen Sohn Mattis hat stattgefunden und er ist wieder zu Hause. Mattis, das ist die ganz tolle Nachricht. Mattis ist seit gestern Nachmittag, spät nachmittags, zu Hause und muss auch erst Montag wieder zu einer ambulanten Untersuchung ins Krankenhaus. Wie geht's ihm? Soweit gut. Er ist wieder frech wie früher, lacht wie immer und kämpft weiter. Und jetzt ist er bei Oma, weil sie feiern hier heute Abend. Genau, Oma ist bei ihm. Auch die anderen Gäste waren in bester Feierlaune. Für ausgelassene Stimmung sorgten internationale Hits und Tanzmusik. Aber nicht nur die Musik war stimmig. Auch der geschmückte Saal der Tribüne war der geeignete Ort für dieses gesellschaftliche Ereignis. Es ist einfach so, dass die Menschen merken, hier wird sich Mühe gegeben. Man dekoriert es sehr schön aus, das Ambiente stimmt. Die Menschen, die hierher kommen, sind alle sehr nett, die kennen sich viel untereinander. Wissen Sie, das ist das Netzwerk in Norderstedt. Man kommt mit Menschen zusammen und klönt miteinander, stellt sich vor, trifft Leute, Bekannte. Ich glaube, das macht den Ball aus. Es gibt der Stadt ein Gesicht. Dieser Ball ist inzwischen eine Institution geworden. Eine nicht mehr wegzudenkende Entwicklung. Die Veranstalter Norderstedt Marketing und die Stadt hatten also das richtige Händchen bewiesen. Schon in kürzester Zeit waren die 420 Karten ausverkauft. Damit aber niemand vor geschlossenen Türen stehen bleiben musste, hatten die Organisatoren eine Idee. Wir bieten aber dann, wenn er ausverkauft ist, immer noch Flanierkarten an. Das sind Städtischkarten und die sind auch gut angenommen worden. Es hätten noch weitere Karten verkauft werden können. Doch dass noch genug Platz für Wiege, Schritt und Hüftschwung blieb, war den Veranstaltern wichtiger. Ich bin ja im kaufmännischen Bereich tätig und mein Herz sagt mir manchmal, wir könnten auch noch 10 Tische mehr verkaufen. Aber es ist eine Tanzveranstaltung, das merkt man, weil die Tanzfläche immer voll ist. Und jeder zusätzliche Tisch würde die Fläche auf der Tanzfläche beschneiden. Und das geht natürlich gar nicht, ganz abgesehen davon, dass ich auch sehr gerne tanze. Worauf es bei einem Ball ankommt, das wussten die Veranstalter also genau. Vielleicht hat sich der Ball der Kultur deshalb bereits als besonderes gesellschaftliches Ereignis etabliert. Die lange Planung und gute Organisation spielten aber sicherlich auch eine Rolle. Ab Herbst, da geht es dann schon in die heiße Phase, da geht es dann darum, Plakat machen wir ja nicht, aber uns zu überlegen, mit welcher Deko wollen wir loslegen, welches Motto. Und auch die Musik ist immer wieder das Thema. Nach dem Winterball und dem Motto des vergangenen Jahres unter Sternen lautete das Thema der Gala in diesem Jahr alles Rosen. Deshalb gaben mehr als 500 Rosen dem Saal seinen besonderen Reiz. Den schönsten Glanz allerdings verliehen der Veranstaltung die eleganten Abendroben der Norderstedterinnen. Ja, schöne Bilder. Muskelkater kennt jeder. Nicht schön, geht aber wieder weg. Es gibt aber auch Menschen, die haben dieses Schmerzgefühl jeden Tag, 24 Stunden lang. Diese chronische Schmerzerkrankung heißt Fibromyalgie.